Guten Tag, liebe Freunde der kalten Stahltaktik. Nach meinem AT-Gameplay zeige ich euch jetzt mal eine Runde mit dem KV-1 als Top-Tier. Und ich kann einfach nur sagen, der KV-1 ist schon Beast. Gerade wenn er als Top-Tier auftritt, sogar wenn er also Stufe 5 als höchstes im Gefecht ist. Wenn er Stufe 6 im Gefecht ist, geht's auch noch. Also, weil ihr werdet es jetzt gleich sehen, wenn man den ein bisschen anwinkelt, prallt einfach so viel an ihm ab. Also jeder, der noch nicht weiß, dass man Panzer anwinkeln sollte, schaut euch mal das Video ganz genau an, weil ich würde sagen, hier ist, dass ich mich dorthin stelle und anwinkle, wo ich stehe, der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Wobei ich irgendwie erstmal am Anfang, glaube ich, gucke, wo die Leute hinfahren wahrscheinlich. So, jetzt geht's los. Also, ihr seht, Begegnungsgefecht auf, wie heißt die Map nochmal? Minen. Wie gesagt, mit den gleichen Mods, die ich immer benutze. Normalerweise habe ich da noch eine Soundmod drin, aber die habe ich jetzt mal für meine Gameplays ausgemacht. Weil, wenn da mehr ständig Bud Spencer und Terence Lewis reinquatschen, ist das nicht so wahnsinnig sinnvoll. So. Dort der T1. Ich dachte erst, dass T1 meine Position einnimmt, die ich da einnehmen wollte, aber ich glaube, der fährt dann sogar noch weiter. Ne, der fährt wieder zurück, genau. Weil ich will hier schön die Ecke nehmen, angewinkelt und mich da reinstellen. Bumm. Und der erste Abpraller schon. Während ich durchgekommen bin. So, die haben zwar eine Arti, aber die ignoriert mich zum Glück relativ lange. Er prallt halt genauso ab. Ein KV-1 und ein T1 sind beide abgeprallt, jetzt gerade ich vorgefahren bin. Ich bin nicht so wahnsinnig scharf, dort komplett einzuziehen. Weil ich dann meine Schwachpunkte zu lange zeige. Da hat der KV-1 meinen Schwachpunkt nämlich getroffen schon. Hier versuche ich mal ein bisschen im Schuss vorher zu provozieren. Habe ich aber zu tief dann eingezielt. Also ich habe jetzt. So, der fährt halt einmal quer rüber, da gebe ich natürlich einen mit. Kostenloser Schaden. Nehme ich immer gerne. Problem ist, dass auf der rechten Seite, rechts von mir steht ein KV-1. Da versucht, glaube ich, gerade der T1 sich dran. Und da ist sogar der T1 durchgekommen, der gegnerische. Und über uns ist auch noch ein Cruiser, also es ist alles nicht so wahnsinnig geil. Gut, ist er ziemlich weit vorgefahren. Also ihr seht schon, wie viele Abpraller ich hier kriege, nur weil ich ein bisschen anwinkle. Und dann wollte ich eigentlich den da hinten mal hier, den Panzerjäger. Der sogar auch bei mir durchkommt, weil der hat, glaube ich, einen relativ guten Durchschlag. Da hilft auch das Anwinkeln nichts mehr. Und wie mir da ein Winkelspiel getroffen hat, das glaube ich oben. Oh, nicht etwas, wie gesagt, steht 2-6, ne? Ich bin hier an dem Punkt eigentlich schon, wo ich sage, ach fuck it, das ist eh schon verloren. Aber ich beschäftige halt hier gerade drei Gegner, ne? Für sie kommt ein Churchill da hinter mir. Und dann kriege ich meine Kanone nicht runter, um da schießen zu können. Und langsam umkreisen sie mich von allen Seiten. Das ist nicht so wahnsinnig super. Hier kann ich aber schön einziehen und mir trotzdem einen geben. Wenn ich getroffen werde. Hab ich aber nicht. So, ich habe noch 200 Leben, ne? Also ich habe schon ein bisschen was dann doch abgekriegt. Bestimmt das gut, dass der T46 rechts auch noch abprallt. Das ist glaube ich auch in Level Stufe 3, also wäre eher schwierig, immer durchzukommen. Da ist der erste Artischuss. Warum ich da gezögert mit Schießen, ist mir nicht ganz klar. Das habe ich nämlich nicht gemacht und treffe ihn halt voll. Das hier den links der T1 und so weiter nicht direkt durchdrücken, wo ich abgelenkt bin nach rechts, ist ihr Fehler gewesen. Also wenn ihr wirklich immer alle einzeln gegen einen vorgeht, ist der KV-1 relativ safe. Inzwischen steht 6 zu 7, ne? Wir hatten vorher 2 zu 6. Also so langsam dreht sie es wieder, okay, 6 zu 8. Also es sieht immer noch nicht so wahnsinnig super für uns aus. Aber sie kriegen mich hier von dieser Ecke nicht weg. Was ziemlich angenehm ist. Und je länger das geht und ich immer wieder schießen kann, desto besser. Jetzt habe ich aber hier nochmal was gefressen, nämlich mit HE hat er jetzt geschossen. Wird auch auf gar keinen Fall abprallt. Was ich etwas doof finde, weil jetzt habe ich noch 25 Lebenspunkte. Komm schon, ich warte auf dich. Funktioniert doch.
Finde es so gut, dass die Mathilda zum Glück dort den Typen mir wegmachen. Und dort ist mein eigener von hinten an mir gebounced, ne? Mein eigener S35CA. Der hätte mich dort noch fast zerstört. Ich meine, es mag richtig sein, dass ich da gerade im Weg stand. Aber bei 25 HP schießt er so knapp an mir vorbei, dass er von hinten an mir bounced, weil ich mich ein bisschen bewege. Das war nie so wahnsinnig geil. Ich finde, es wäre froh gewesen, wenn er einfach versucht, mir den Rücken freizuhalten. Ja, aber ihr seht es unten, wie viel Bouncer und Abpraller und so weiter ich krieg, ne? Sehe ich das hinten dann ein bisschen unter Druck gerät? Gucke ich gerade mal, ob ich nicht lieber nach hinten verteidigen soll, weil der T1 vorne wahrscheinlich eh keinen Bock mehr hat, irgendwie rumzufahren. War so meine Vermutung. Dass er nicht mehr so wahnsinnig erpicht drauf ist, hier noch einen von mir zu fangen, weil er wäre geplatzt. Hab schon 2000 Schaden. Und inzwischen steht es 10 zu 9. Wie gesagt, weil ich dort die ganze Zeit die Ecke gehalten habe. Die Arti ist offen. Den habe ich da nicht getroffen. Der ist also außenrum gefahren sozusagen. Panzer 1C gegen T1. Macht der T1 einfach mal weg. Und dann kommt der S35CA, hat aber noch einen schönen Treffer gelandet. Ja, jetzt haben wir noch eine Arti und ein 5er Medium. Beide bei dem am Spawn zuletzt gesehen. Ja, wie gesagt, sowas kann es entscheiden, dass man einfach mal da steht und dort 5, 6 Leute beschäftigt. Und wie gesagt, hätte ich mich nicht angewinkelt, wäre ich so viel eher gestorben. Ich habe, glaube ich, insgesamt 2000 Schaden mit meiner Panzerung abgewehrt. Auch den Details, die ich hinterher gesehen habe. Also, das ist schon ein Ding. Ich meine, ich habe hier jetzt keinen irgendwie Panzer oder sowas bekommen, aber trotzdem, das war einfach mal der entscheidende Beitrag für das Gefecht. Jetzt ist der Medium rumgefahren, aber wenn der S35CA ihn treffen kann, ist der Medium tot. Oh nein, der S35CA hat die kleine Kanone drauf? Oder hat er mit HE geschossen? Komisch. Ja, bleibt noch die Arti, aber ich glaube, die kriegen wir sogar nicht mehr. Weil ich stehe ja drin und cappe. Wobei, 2 Minuten. Doch, wahrscheinlich gehen noch die Arti holen. Mathilda und Schulz sind noch nicht die schnellsten, aber in 2 Minuten kommen die auch mal immer quer übers Feld. Und dann hole ich mich sogar noch, glaube ich. Ich snipe, glaube ich, noch aus dem hier Ring heraus die Arti weg. Weil ich mich so positioniere, dort, dass ich irgendwie da hinten drauf schießen kann. Nach Möglichkeit. Ist halt eine 4er-Arti, die kann halt auch gegen einen KV-1 nicht so wahnsinnig viel machen mit der heftigen Person, die er hat. Und bei der schnellen Nachladezeit, der KV-1 noch hat, kann man auch schon mal einen Blindschuss abgeben. Ungefähr da, wo die Arti hätte stehen müssen. Wenn sie stehen geblieben wäre, komplett. Ist aber nicht. Ich weiß gar nicht, ist von mir aus gar nicht. Doch, ist es sogar, aber ich habe es ja nicht gesehen, wie. Ja, wie gesagt, das war das Replay. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis bald. Und denkt dran, winkelt eure Panzer an, wenn ihr irgendwo steht.